Willkommen zurück zu The Walking Dead. Wir sind hier im Stall, müssen auch mit den anderen reden und wir fangen gleich mal an. Wir fangen an mit Doug. Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Like manure. What's manure? Duty. Kids. Was ist denn los? Oh Mann. Okay. Minora also, okay. Gut, wir schauen uns die Kuh an. She looks skinny. Mit Katja können wir nicht reden, okay. Wir reden mit Andy. Hey there, Andy. Yeah. Wie geht's der Kuh? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Wann glaubst du, können wir essen? Danny und ich haben im Wald eine Frau getroffen. We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. He probably talks a little more than he oughta. When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Thanks. Yep. Okidoke. Wir haben mit allen geredet. Wir schauen mal hier rein. Oh Mann. Nix, alles tot. Hier, was gibt's da? Auch nix, oder? Ah, doch, ein Heuballen und ein Leckstein. I wanna put in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. Okay. Nicht beleidigt sein. Auf der anderen Seite gibt's auch noch Ställe, okay. Gehen da mal rein. Ach du Scheiße. Warum sind hier Kisten? Empty. Leer. Hm. So, schauen wir auch mal die andere Seite an. Da ist noch eine Tür, die schauen wir uns gleich an. Das. Was ist das? Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Warum sind da Klamotten in einer Schubkarre in einem Stall? Eine Stalltür? Hier ist auch nichts besonderes. Ein Futtertrog. It's a feeding trough. Okay. Gehen wir mal weiter. Hier gibt es noch was zu sehen. Holz. Okay. Warum bewahrt man sowas in einem Stall auf? Weiter geht's nicht. Okay. Die Tür benutzen. Aber warum kommt da Blut? Es ist... Ah, das ist doch eine Molkerei. Warum werden die Tiere geschlachtet? You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? Ich werde sie um jeden Preis beschützen. Ja, das werden wir. I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katja. What's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Das sind Schrauben. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida.
Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Kenny hat ein Geräusch gehört. Ich sehe mich nur an. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Dammit, wie machen wir das? Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken. Okay. Müssen jetzt mal raus. Und hier guck mal. Ich erinnere mich noch daran, dass... So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I have my boys to help out. I couldn't do it without them. Dass er mal behauptet hat, dass es eine ziemliche Fummlerei ist, diesen Aggregat da einzuschalten. Aber davor, glaube ich, sprechen wir noch mit Lilly. Ja, und ich frag mich, wo Mark ist. Und wo zum Teufel ist... Ich habe wieder den Namen vergessen. Dammit. Die gute Schützin. Ja, wisst ihr schon. What's going on, Lee? Did something happen? Irgendwas an dem Stall ist seltsam. Kenny glaubt, dass sie etwas verbergen. Kenny thinks they're hiding something. I'm not sure what exactly. But we're starting to get a feeling about this place. I don't know. Maybe we should go have a look in that barn. Whatever you do, just be careful. Worüber hast du dich mit Kenny gestritten? Langsam habe ich das Gefühl, dass sie etwas verbergen. Ja, okay. What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Okay. Gut, wir reden nochmal mit der Mutter und mit dem Larry, der immer noch nicht so gut auf uns zu sprechen ist. Der doch denkt, wir sind ein Arschloch und wir sollten uns von seiner Tochter fernhalten, sagt er immer. So, wir reden mal mit den beiden. We'll finish talking later. You been getting along with Larry? He's just a big old sweetheart, ain't he? Don't know if I would have used those words exactly. Don't judge, honey. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, you'll catch a glimpse of humanity every now and then. Wie geht es Mark da drin? Ja, das würde mich sehr... Das fragt mich sehr. Das frage ich mir. Boah, es ist 16:30 und ich habe ein paar Versprecher drin. Egal. Das würde ich auch gerne erfahren. So. How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. Wir haben da draußen Probleme gekriegt.
Yeah. We ran into some trouble out there. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Dein Junge ist total verrückt. Warum verhandelt ihr mit Humaniten? Why did you make a deal with those people? We got a threat of humanity left, Lee. We can do more good without them in our hair by placating them. So that's what we do. So, what do y'all keep in the barn back there? Besides cows, I mean. Well, someone's getting a little curious, aren't they? I don't mean to pry. It's nothing interesting, I can promise you that much. Just some odds and ends. Takes a lot to run a farm, you know. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Oh man. So, wo ist Larry? Mit dem könnten wir auch noch ein bisschen reden. Wo ist denn der? Da ist Danny. Sonst ist da keiner, okay? Ist da hinten Larry? Da sitzt Larry. Wir reden einfach mal mit Larry. Falls wir mit dem reden können. Ich weiß es nicht. Ja, wir reden mal mit ihm. Das ist eine gute Idee, finde ich. So, Larry, it looks like you're getting along with Brenda pretty well. You know, for a nice change of pace, how about you try and minding your own fucking business? Alter, was für ein Huren, ne? Okay, ja, ne gut, ist okay. Jo. Wir haben mit allen geredet. Was ist da? Das ist ein Werkzeugkasten. Okay. Wir gucken uns mal den Werkzeugkasten an. It's a small toolbox. Ist da vielleicht ein Schraubenzieher drin, damit wir das Schloss aufmachen können? Eine Zange. Ein Multitool, okay. Just gonna borrow this for a second. Oh Mann. Okay. Genau, wir haben mit allen geredet, wir haben ein Multitool gefunden. Wir wollen herausfinden, was da hinter dieser Tür ist. Und was da drin ist. Und in der nächsten Folge werden wir auch diesen Danny ablenken. Ich glaube, es ist Danny. Nee, Danny ist hinten. Ich weiß gar nicht, wie der ist. Boah, so viele Namen auf einmal, ne? Okay, wir werden sehen, was hinter dieser Tür ist. Davor müssen wir erst den Generator etwas umprogrammieren, wenn man es so nennen darf. Und das werden wir alles in der nächsten Folge machen, die morgen erscheint. Bis dahin, macht's gut. Servus.